Eagle Trust. Jetzt die psychologische Kriegsführung. Und schön laut, das ist ein Romeo Foxtrot der Liebe. Wollen wir tanzen? Da unten. Ich gehe näher ran. Gut gemacht, Hawks. Gut gemacht. Aber jetzt knallt mal ein bisschen die Baumreihen entlang, damit die Schlitzaugen sich die Hosen voll scheißen. Auf der Brücke ist ein Fahrzeug mit einem MG. Es will auf die andere Seite wahrscheinlich Nachschub holen. Hier spricht Big Duke 6. Mach den Weg frei. Den werde ich mir selber schnappen. Ich dieses verdammte Pack nie auf. Gut getroffen, Bill. Nur eine Leuchtkugel. Alles klar, Männer? Lärm, geht's dir gut? Alles in Ordnung. Thank you.
Verwundete unten im Haus. Die Hälfte hier rüber! Hier rüber! Hier gleich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Verwundeten innerhalb von 15 Minuten im Lazarett haben. Bringt meine Männer raus! Jemand muss hier bei Big Jupp bleiben. Hier ist 10-10. Wir werden unsere Jungs rausholen und dann verschwinden. Also macht vor uns den Weg frei. Scheiß Wilden! Ich gehöre bestimmt zu diesem Selbstmordkommando. Dieser vietnamesische Hure muss sie kriegen. Geh rüber, Johnny, und darunter! Schieß die Alte mit den Kufen auf! Wir müssen zwischen den Bäumen da unten ein bisschen Luft schaffen. Es schwimmen da von verdammten Vietnamesen. Ich werde von allen Seiten beschossen. Ich bin unter Beschuss. Schöne 2 Meter hohe Wellen! Wieso? Sieh mal, wie sie nach beiden Seiten brechen. Im selben Moment kann einer nach rechts, der andere nach links ausscheren. Was hältst du davon? Wir sollten warten, bis die Flut steigt, denke ich. Hey, Lance, komm her. Schau, schau. Deckung! Lance, die Flut kommt ja erst in 6 Stunden. Willst du etwa 6 Stunden hier warten? Entfernt. Holt deine Leute zurück und kommt runter. Das wird eine große Nummer. Keine Sorge. Die Stelle
haben wir schnell gesäubert. Ihr werdet sehen. Keine Sorge. Gib mir die Shorts. Die sind von der Luftkavallerie. Ein Geschenk von mir an den Jungs. Für eine kleine Vorführung nachher. Da draußen. Okay? Von Napalm am Morgen. Weißt du, einmal haben wir einen Hügel bombardiert. 12 Stunden lang, als alles vorbei war, lief ich da rauf. Nicht eine einzige stinkende Vietnamesenleiche haben wir dort gefunden. Das war ein Geruch. Du kennst doch diesen Geruch von Benzin. Der ganze Hügel. Ja, wie roch er? Wie nach Sieg roch er. Irgendwann ist dieser Krieg mal zu Ende.